Li Yan aus China. Am Sprung, es dauert noch ein bisschen. Also es ist spannend in jedem Fall, was die Wertungen ergibt. Also ich denke mir, dass Andreas Wecker zurückfallen wird, dass Belenki mehr hält, aber in etwa im Bereich von Li Jings Übung war Andreas Weckers Übung auch. Das sage ich nicht aus nationaler Sicht heraus. Die Brille habe ich Amt genommen. Aber dennoch, so das ganz große Glück scheint mir Andreas Wecker mit den Kampfrichtern nicht zu haben auf internationaler Ebene in den vergangenen Jahren. Li Yan mit einem Jurchenko. Sie musste die Hüfte doch erheblich abknicken, um den sicheren Stand zu erreichen. Czusowitina führt 9,918. Henrietta Onodi punktgleich vorne. Svetlana Boginskaya dritte, noch auf Bronzeplatz, aber ihr zweiter Sprung, der von Boginskaya, war missglückt. Es kommen noch andere. Kristina Bontas muss noch und Lavinia Milosevic aus Rumänien. Belenki aus der Sowjetunion erhält die Höchstnote hier am Seitpferd bis jetzt jedenfalls. Keki muss noch turnen, Yashiaki Matakeda aus Japan ebenfalls noch. Lächeln, um sich nicht zu ärgern. Ich denke, wir Europäer können nicht in den Gesichtern der Asiaten lesen. Das fällt uns doch ziemlich schwer. Aber ich denke mir, sie wird zufrieden gewesen sein, dass sie das Gerätefinale erreichte. Das ist im Übrigen Oksana Czusowitina aus der Sowjetunion, die im Moment die Wertung für Li Yan 9,8, 2,5 und 9,4.